Guten Abend, gute Nacht. Heute ein echter Klassiker. Heute in der Nacht vom 1. September zum 2. September für euch alle. Nachtgedanken. Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Ich kann nicht mehr die Augen schließen und meine heißen Tränen fließen. Die Jahre kommen und vergehen, seit ich die Mutter nicht gesehen. 12 Jahre sind schon hingegangen. Es wächst mein Sehnen und Verlangen. Mein Sehnen und Verlangen wächst. Die alte Frau hat mich behext. Ich denke immer an die alte Frau, die Gott erhalte. Die alte Frau hat mich so lieb und in den Briefen, die sie schrieb, sehe ich, wie ihre Hand gezittert, wie tief das Mutterherz erschüttert. Die Mutter liegt mir stets im Sinn. 12 lange Jahre flossen hin. 12 Jahre sind verflossen, seit ich sie nicht ans Herz geschlossen. Deutschland hat ewigen Bestand. Es ist ein kerngesundes Land mit seinen Eichen, seinen Linden. Werd ich es immer wieder finden. Nach Deutschland lechzt ich nicht so sehr, wenn nicht die Mutter dorten wär. Das Vaterland wird nie verderben, jedoch die alte Frau kann sterben. Seit ich das Land verlassen hab, so viele sanken dort ins Grab, die ich geliebt. Wenn ich sie zähle, so will verbluten meine Seele. Und zählen muss ich. Mit der Zahl schwillt immer höher meine Qual. Mir ist, als wälzten sich die Leichen auf meine Brust. Gottlob, sie weichen, Gottlob. Durch meine Fenster bricht französisch heitres Tageslicht. Es kommt mein Weib, schön wie der Morgen, und lächelt fort die deutschen Sorgen. Heinrich Heine, 1844. Wir werden ja zu unserer Spielzeiteröffnung in der neuen Bühne in Senftenberg ab dem 30. September 2022 so Stationen haben, wo man auf den Shuttle-Service wartet, weil 3 Veranstaltungen ja außerhalb vom Theater stattfinden. Und in diesen Bushaltestellen gibt es Texte über Heimat, neue Heimat und natürlich unter anderem diesen Klassiker. Und heute gab es eine Tonaufnahme dafür und ich habe diesen Text da eingesprochen und da dachte ich, ach, das passt doch eigentlich auch gut auf meinen Kanal. Schlaft gut und denkt, an irgendwas werdet ihr natürlich denken, klar. Vielleicht nicht gerade an Deutschland, aber wahrscheinlich denkt man an die Weltlage, keine Ahnung. Oder einfach an seinen Liebsten oder seine Liebste. Oder die Allerliebsten.